Sierra Leone liegt in Westafrika und grenzt an die Staaten Liberia und Guinea und im Westen an den Zentralatlantik und hat mit Stand von 2016 7,1 Millionen Einwohner. Seine Fläche umfasst 71.740 Quadratkilometer und hat somit eine Größe vergleichbar mit dem Bundesland Bayern. Die Hauptstadt und größte Stadt des Landes ist Freetown mit ca. 1,1 Millionen Einwohnern. Nach einem Jahrzehnt blutigen Bürgerkrieges, der zehntausende Todesopfer forderte, ist das Land seit 2000 mit seinem Wiederaufbau und der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte beschäftigt. Das Land ist hoch verschuldet und hat mit großer Armut zu kämpfen. Der Index für menschliche Entwicklung zählt Sierra Leone zu den niedrig entwickelten Ländern. Die 2014 ausgebrochene Ebola-Fieber-Epidemie hat die humanitäre Notlage weiter verschlimmert. 42% der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre und nur 4% älter als 65 Jahre. Die Lebenserwartung lag nach WHO-Angaben für 2006 bei 45,3 Jahren. Sierra Leone zählt zu den 5 Ländern mit der niedrigsten Lebenserwartung und gehört zu den Ländern mit der höchsten Kindersterblichkeit in der Welt. Fast jedes dritte Kind erlebt nicht einmal seinen 5. Geburtstag. Viele Kinder sind chronisch mangelernährt und daher besonders anfällig für Infektionskrankheiten wie Malaria. Die Kinderarbeit ist extrem hoch. 48% aller Kinder zwischen 5 und 14 Jahren müssen teilweise schwere Arbeiten verrichten. Zahlreiche Kinder wurden während des Bürgerkrieges als Kindersoldaten zwangsrekrutiert. 2010 kamen auf 20.000 Einwohner weniger als ein Arzt. Pro 10.000 Einwohner gab es nur 4 Krankenhausbetten. Kein Krankenhaus in Sierra Leone entspricht internationalen Anforderungen an Ausstattung und Hygiene. Seit Anfang 2014 breitete sich in Sierra Leone, Liberia und Guinea das häufig tödlich endende Ebola-Virus aus. Es handelt sich um die größte Ebola-Fieber-Epidemie seit Entdeckung des Virus im Jahr 1976. Am 7. November 2015 wurde das Land von der Weltgesundheitsorganisation WHO Ebola-frei erklärt, nachdem es 42 Tage lang keine Neuansteckungen gab. Bis dahin starben 3.589 Menschen. Etwa 70% der Bevölkerung leben in extremer Armut und müssen mit weniger als einem US-Dollar am Tag auskommen. Nur 2,207 Millionen Menschen, etwa ein Drittel der Bevölkerung, sind erwerbstätig. Die Verschuldung im Ausland beträgt 1,61 Milliarden US-Dollar. Das Serabu Community Hospital ist das jüngste Projekt von German Doctors und liegt ländlich abgelegen im Süden von Sierra Leone. Das Hospital ist die einzige Anlaufstelle für 65.000 Menschen in der Region. Deutsche Fachärzte versorgen dort die Patienten und bilden einheimische Fachkräfte fort. Sierra Leoneische Clinical Health Officers werden in der Klinik ausgebildet, um später selbstständig medizinisch arbeiten zu können. Das Serabu Community Hospital besteht aus einer Notaufnahme, einer Ambulanz und einem stationären Bereich, der sich in Frauen-, Männer-, Kinder- und Wöchnerinnenstationen gliedert. Das Krankenhaus verfügt über einen Kreissaal und einen Operationssaal. Insgesamt gibt es 143 Betten. Die Kinderstation ist der größte Bereich. Außerdem gibt es eine HIV- und Tuberkuloseambulanz sowie einen ambulanten Bereich für Kinder unter 5 Jahren. Außerdem unterhält das Hospital ein Ernährungsprogramm für Kinder. Zudem fahren einheimische Mitarbeiter in die umliegenden Dörfer, um gesundheitliche Aufklärungsarbeit zu leisten und Hygieneschulungen abzuhalten. Stefanie Baranowski, ich bin Kinderärztin aus Ulm und ich bin für 3 Monate hier in Serabu als Kinderärztin auf der Kinderstation.
Guten Morgen, mein Name ist Andrea Scholtes. Ich bin Gynäkologin und bin jetzt seit einer Woche hier in Singapur. Das ist mein allererster Einsatz, deshalb ist vieles noch neu. Aber ich betreue hier zusammen mit den CHOs die Entbindungsstation. Und dort haben wir immerhin die Möglichkeit, auch Kaiserschnitte durchzuführen. Was dazu führt, dass viele Frauen, die irgendwie Risikoschwangerschaften haben, hier zu uns kommen. Für die haben wir auch die Möglichkeit, im sogenannten Ratinghaus zu bleiben. Das heißt, wenn wir feststellen oder wir die Frau sehen in der Schwangerschaft, was ja hier keineswegs so geregelt ist wie bei uns zu Hause mit Mutterpass und regelmäßigen Vorsorgen. Aber wenn wir jemanden sehen, der Risikofaktoren hat, zum Beispiel eine Mutterkuchen, der vor dem Muttermund liegt, dann können wir die Frauen dazu bringen, hier bei uns im Waitinghaus zu bleiben. Das heißt, die wohnen quasi neben der Entbindungsstation, sodass man jederzeit, wenn irgendwas passiert, eingreifen kann. Und das ist eine sehr gute Sicherheitsmaßnahme für unsere schwangeren Patientinnen hier. However, the body child, because now einem durchgebrochenen Magengeschwür. Ach, beim Plastik, Feuerlauf. Der hat auch ein bisschen Bauchdeckeneffekt. Das ist nicht viel. Da oben ist in Ordnung. Don't hurt. Doesn't hurt. Thank you.
Name ist Christa von Erzen. Ich bin Gynäkologin, seit fast 4 Monaten jetzt hier in Serabu stationiert, geschickt von der AGH in Zusammenarbeit mit den German Doctors und habe vor, hier eine Stellung als Medical Superintendent auszufüllen, das heißt sozusagen ärztlicher Direktor für die nächsten 3 Jahre. Dazu habe ich mich verpflichtet und möchte das auch hier ausfüllen. Wir haben jetzt das Röntgengerät bekommen, seit 2 Tagen machen wir auch eifrig Fotos und gucken uns die Bilder an und das bringt uns sehr, sehr viel für die Diagnostik. Bis jetzt hatten wir keine Röntgenmöglichkeiten, sowohl die Lungenröntgen als auch irgendwelche Knochenbrüche haben wir durch Tasten und Abhören versucht zu diagnostizieren oder die Patienten sehr aufwendig in die nächste Stadt geschickt und haben da aber immer katastrophale Bilder gekriegt, die man immer sehr verschieden interpretieren konnte, sodass wir sehr froh sind, dass wir jetzt ein Röntgengerät haben und merken, dass wir auch sehr gute Bilder damit kriegen, sodass unsere Diagnostik für unsere Patienten sich erheblich erweitert. Das hier ist also nun diese neue Röntgenanlage, die wir von der Sammlung von Geiler Südafrika gekauft haben. Hat insgesamt jetzt 43.000 Euro gekostet und ist das modernste digitale transportable Röntgengerät, das es in Afrika gibt. Und wir haben das jetzt schon ausprobiert, es funktioniert sehr gut nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten. Das Prinzip dabei ist, dass die Röntgenstrahlen, die in diesem Gerät produziert werden, dann auf eine Detektorplatte übertragen werden und diese Detektorplatte sendet wireless dann zu einem Laptop und in diesem Laptop werden dann die Bilder dargestellt. Wenn du schnell Software und wenn wir das jetzt darstellen, dann sieht man auf der ersten Seite, hier wird der Name des Patienten und der Auftrag eingegeben, was gemacht werden soll. Es handelt sich hier um einen Mitarbeiter der Abteilung, der eine fortgeschrittene Tuberkulose hat, vor allem hier im rechten Oberfeld, aber auch alle anderen Teile der Lunge sind befallen. Es handelt sich hier also um eine sogenannte Milliar-Tuberkulose. Sorry.
May the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Thank you. God bless you. Yes. So,